Und hallo und willkommen zurück zu Faircrofts Antiques, Treasures of Treffenburg. Wir sind in Kapitel 10 angekommen. Die Musikakademie ist in den Besitz einiger ungewöhnlicher Holzblasinstrumente gelangt. Vielleicht befindet sich darunter ein Schatz der Harcords. Ich würde sagen, wir gucken dann direkt mal rein. Mich beschäftigt immer noch das Geheimnis des mysteriösen Künstlers, der Freifrau Harcord, aber jetzt bat mich Takuya, mir einmal einige antike Flöten auszusehen. Violinen sind ja schon so eine Sache, aber Flöten? Einige haben durchaus einen Sammlerwert, aber ich nehme an, dass Takuya sie wieder so restaurieren lassen will, dass man darauf spielen kann. In der Musikakademie sollte ich Werkzeuge für die Reparatur der Flöten finden, aber ich sollte auch zusätzlich in der restlichen Stadt meine Vorräte für die Restaurierung auffüllen. Ich muss eine ganze Menge verarbeiten. Ich werde die Arbeit an den Flöten nutzen, um mich etwas zu entspannen. Ich werde im Elch und Horn vorbeischauen und das Brötchen einfordern, das Veronika mir schuldet. Außerdem sollte ich bei meinen neuen Freunden in der Stadt vorbeischauen. Ich muss mir diesen Fall aus einer neuen Perspektive ansehen. Vielleicht können mir die Kunsthandwerker in der Stadt neue Einblicke geben. Okay. Fangen wir hier an. Spielzeugladen. Jedes Mal, wenn ich an den Spielzeugladen vorbeilaufe, scheint der leer zu sein. Ich sollte was Holzpolitur und anderes Werkzeug für die Restaurierung der Flöten besorgen. Gummienten. Okay, hier ist eine Gummiente. Jetzt haben wir es aber, ne, mit Gummienten. Hier noch eine Gummiente. Wow. Okay, das ging mal schnell. Der Besitzer hat mir sogar einen Rabatt gegeben. Dank der sozialen Medien scheint er in der letzten Zeit mehr Kundschaft zu bekommen. Ich soll den Laden mehr anpreisen. Vielleicht kann ich ja Brad hiervon erzählen. Okay, wir gehen mal zu Hoffmann Schmuck. Hallo Mia, willst du dir wieder Werkzeug ausleihen? Ich werde gleich für dich da sein. Ich muss nur noch kurz die neue Ausrüstung wegräumen. Hallo Ina, wo drückt der Schuh? Drücken? Ich trage momentan ganz bequeme Schuhe, Mia. Aber ich habe neulich ein ganz süßes Paar online gesehen. Okay. Das ist dann wohl Kleinstadthumor. Wie ist es dir denn so ergangen? Wie ich sehe, hast du die Kamee ausgestellt. Ja, ich habe sogar schon einige Bestellungen für Kameen erhalten. Die Leute kommen in den Laden auf der Suche nach einem Ring, aber dann interessieren sie sich für die Kamee und ich erzähle ihnen die ganze Geschichte. Dafür ist auch all diese neue Ausrüstung. Es ist eine neue Schleifmaschine mit Zubehör für die Fertigung der Kameen, viel einfacher macht. Ich muss aber, glaube ich, noch üben. Oh, kannst du mir das zeigen, Ina? Okay, wir suchen wieder Frösche. Mal wieder. Hier. Da ist ein Frosch, da ist ein Frosch. Wo waren denn die anderen Frösche? Ich vergesse es immer wieder. Da ist der Frosch. Der letzte Frosch ist schon wieder untergegangen. Okay, der kommt wieder. Fledermaus. Eine Fledermaus. Drachen. Drachen haben wir hier. Da. Da ist noch ein Drache. Und der letzte Drache ist... Wo ist der denn? Weiß ich gar nicht. Ich sehe ihn gerade wieder nicht. Hirsch brauchen wir noch. Wo ist denn hier ein Hirsch? Hier ist ein Hirsch irgendwo. Da ist noch ein Drache. Das ist ein Stier. Das ist ein Pferd, hoffe ich mal. Ein Stier. Da ist ein Hirsch. Eine Taube ist hier oben. Fledermaus. Fledermaus. Tiger ist hier. Staubwedel ist da. Wir müssen wieder was sauber wedeln hier, würde ich sagen, ne? Frosch. Ein Frosch fehlt mir hier noch. Wo ist da Fledermaus? Frosch, Frosch, Frosch. Wo ist denn der Frosch? Da ist der Frosch wieder. Das war dieser komische Frosch hier. Da kommt noch gut. Da ist noch die Schnecke und das Hufeisen. Die Stiefel sind auch wieder woanders. Könnten wir noch was anklicken? Konnte ich denn noch nachgucken? Weil die Stiefel werden hier nicht angezeigt. Das heißt, ich konnte irgendwo noch draufklicken. Aber hier sind keine Stiefel, ne? Nee. Konnte ich hier noch nachgucken? Hier? Nee. Das kommt davon, wenn man das vergessen hat. Stiefel. Ich muss jetzt mal rausfinden.
wo ich hinklicken kann. Hier in die Vitrine auch nicht. Ich dachte, es geht noch irgendwas auf, aber nope. Ich muss noch Stiefel finden. Die müssen irgendwo sein, wo ich noch nicht nachgeguckt habe. Da? Da auch nicht? Okay. Achso, Staubwedel können wir da machen. Dann könnten wir die Stiefel hier finden? Jo, Tatsache. Die Herstellung von Schmuckstücken ist viel komplizierter, als es aussieht. Ich weiß ja, dass meine Arbeit kompliziert ist, aber das hier erfordert viel mehr Genauigkeit und Planung. Ja, das stimmt. Zu den Hauptaufgaben einer Juwelierin gehört es, die natürliche Schönheit der Edelsteine, mit denen wir arbeiten, ans Licht zu bringen. Das macht Sinn, habe ich auch schon öfters gehört. Ich freue mich schon darauf, diese neue Maschine zu nutzen. Die alte, die ich aus Frankfurt mitgebracht hatte, ist gut, aber es ist immer toll, mit neuem und verbessertem Werkzeug zu arbeiten. Haben Juweliere schon immer mit Schleifmaschinen gearbeitet, Ina? Die modernen Anhänger des Handwerks schonen, aber es gibt verschiedene Methoden für das Polieren und Behandeln der Steine. Ich bin mir aber sicher, dass die Juweliere früher ähnliche Methoden verwendet haben. Man kann immer etwas aus der Vergangenheit lernen. Das stimmt. Okay, wir gehen mal hier hin, zum Elchenhorn, zu Veronica. Mia, dein Standplatz ist frei. Ich werde dir die Brötchen holen. Danke, Veronica. Hallo, Veronica. Wie läuft es mit der Dekorierung? Oh, mein Manager war überhaupt kein Fan davon. Allerdings habe ich die Obstdrucke behalten. Sie hängen jetzt in meiner Küche zu Hause. Das ist schön. Ich schaue sie mir gerne an. Du wohnst hier in Treffenburg, nicht wahr? Ja, aber ich stamme ursprünglich nicht von hier, genau wie du. Okay. Okay, wir sind auf der Suche nach Sachen, wie das hier zum Beispiel. Aschenbecher ist hier. Eine Maus muss ich finden und eine Honigmelone. Ist das, glaube ich? Denke ich mal. Hoffe ich. Bin mir nicht sicher. Da ist die Maus oder Ratte oder was auch immer. Flughörnchen? Ich habe keine Ahnung. Schleife. Eine Schleife und... Wo ist denn der Engel schon wieder? Der Engel? Den hatte ich doch mal gesehen. Bewegen sich die Items hier vielleicht irgendwo anders hin? Kann das sein? Aber eigentlich nicht, oder? Da ist der Öffner. Puh, die Sachen sind jetzt aber schwierig. Wo ist denn die Schleife? Schleife ist wieder da. Okay, den Engel sehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. War der nicht hier irgendwo im Regal? Ich bin mir nicht mehr sicher. Da oben ist der versteckt. Okay. Das ist das hier. Noten habe ich auch schon irgendwo gesehen gehabt. Wenn ich den Ort wiederfinde. Da oben. Dann brauchen wir... eine Glocke. Nehmen wir die da. Okay, jetzt brauchen wir noch ein paar Tiere. Wir müssen den Gecko finden, das Eichhörnchen. Das ist hier. Die Libelle. Den Gecko, wo ist der denn? Beziehungsweise das Chamäleon. Das hat sich bestimmt getarnt, oder? Ich sehe es mal wieder nicht. Ein unendliches Symbol. Das da. Die 13 ist hier. Eine Kamera ist da. Jetzt brauchen wir nur noch den... das Chamäleon. Das hat eine gelbe Farbe. Ist denn irgendwo was Gelbes vielleicht? Wo ist er denn? Hier? Nein. Ich dachte, dass er sich dahinter versteckt oder so. Der ist sichtbar. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Da ist ein Schneemann, der ist doch ganz schön klein. Ja, Schneemann, sag ich schon. Santa Claus. Schneemann, wie komme ich auf Schneemann? Was ist denn schon los hier? Schon wieder zu spät wahrscheinlich. Okay, wir brauchen immer noch das Chamäleon. Oder Salamander oder Gecko, ich bin mir nicht sicher. Ich sehe aber nicht, wo der hinpassen könnte hier. Gesagt, hier irgendwo im Regal. Aber ich sehe ihn nicht. Wo könnte er sich verstecken? Das ist er nicht, ne? Er ist irgendwas anderes. Na, habt ihr den schon gefunden? Ich noch nicht, leider. Wo könnte er sein? Er hat so mittelgelb. Ich
sehe nicht, nicht. Das gibt's doch nicht. Sicher, dass der da ist beim Gelben? Müsste er eigentlich. Jetzt werde ich hier ein bisschen ruhiger, weil ich versuche, den Gecko zu finden. Beziehungsweise das Chamäleon. Tja, ich sehe ihn nicht. Jetzt muss ich mein Auge wieder schweifen lassen und hoffen, dass ich den finden kann. Ist natürlich wieder das letzte Item, ne? Beziehungsweise der letzte gesuchte Gegenstand. Und ich sehe ihn nicht. Tja, hier unten ist er auch nicht, ne? Hier irgendwo nein. Hier auch nicht. Der müsste hier im Regal liegen. Oder stehen oder krabbeln, ich bin mir nicht sicher. Ich sehe ihn nicht. Wo kannst du dich bloß verstecken? Ach, da oben. Ganz woanders. Dann kann ich ihn auch nicht finden. Daher beschloss ich, durch Europa zu reisen und mehr von der Welt zu sehen, bevor ich mich für einen Beruf entscheide. Das war vor fast einem Jahrzehnt. Das war nicht gerade meine beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Es ist ja kein schlechtes Leben. Ich bin fleißig und habe etwas Geld zusammengespart. Ich lebe in einer gemütlichen kleinen Wohnung, ganz in der Nähe der Stadtmitte. Das ist sehr mutig von dir, Veronica. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ganz allein durch die Welt zu ziehen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich gelernt hatte, auf eigenen Füßen zu stehen. Meine Familie hat mich glücklicherweise unterstützt. Ja, davon kann ich auch ein Lied singen. Und ich hoffe, dass ich das jetzt auch mal langsam hier an den Start kriege. Da gibt es nämlich noch einiges zu tun. Aber Bürokratie ist mal so eine Sache. Familie spielt definitiv eine wichtige Rolle. Ich telefoniere regelmäßig mit meiner Mutter. Tja, das habe ich mit meiner Familie auch gemacht eigentlich hier. Beziehungsweise mit meiner Oma, muss ich zugeben. Aber das ist jetzt auch mal ein bisschen schwierig geworden. Mal gucken, ob man das auch wieder hinkriegt da. Mein Bruder reist auch sehr viel. Er arbeitet als Fotograf. Und er ist auch ziemlich gut, wenn ich das so sagen darf. Okay. Es ist ein netter Job. Ich rede mit den Touristen, höre mir die Geschichten der Leute an. Der einzige Nachteil ist mein Manager. Und dieses Outfit, könnte es noch klischeehafter sein? Da wollte ich nichts zu sagen, aber ja. Ich finde es niedlich. Ich will auch einmal so eins anprobieren. Oh nein. Komm nach meiner Schicht zu mir nach Hause. Ich habe noch mehr im Schrank hängen. Jeweils passend zu den Jahreszeiten. Die würden bestimmt gut stehen. Na, wenn das mal keine Ansage ist. Veronica geht da wieder auf die Vollen. Würde ich jetzt auch nicht nein sagen, muss ich zugeben. Können wir im Partnerlook rumlaufen dann? Da ist sie dann wieder begeistert. Weil sie es nicht... Ich wundere, dass das sowieso die einzige Bedienung hier ist im Laden. Okay, Musikakademie. Es wäre abgefahren, wenn wir hier noch bei Veronica landen. Dann. Da bist du ja, Mia. Der Akademie gelang es, in den Besitz einiger alter Holzblasen zu kommen. Sie sind wirklich toll und ich dachte, dass du sie dir einmal ansehen könntest. Das kann ich mir gut vorstellen. Allerdings würde ich lieber an etwas arbeiten, woran ich persönliches Interesse habe. Laut einer unserer Direktoren datieren diese Stücke auf den Zeitraum zurück, der dich so interessiert. Ich dachte mir, wenn einer deiner Harcourts eine Violine hatte, dann besteht auch die Chance, dass jemand aus der Familie eine Klarinette oder ähnliches hatte. Ich bin offen für alles, Takuya. Kannst du sie mir zeigen? Okay, wir suchen aber erstmal andere Dinge. Wie immer. Drei Enten brauchen wir wieder. Da ist eine Ente, da ist eine Ente, da ist eine Ente. Die Schere brauchen wir. Die ist hier. Da müssen wir bestimmt den Sack aufschneiden hier. Und dann finden wir ein Feuerzeug. Okay, das nehmen wir mit. Oh, sind das Gummibärchen oder was ist das hier? Oder Drops? Ich bin mir nicht sicher. Ne, Drops sind es glaube ich nicht. Viermal Ananas. Da ist eine Ananas, da ist eine Ananas, da ist eine Ananas. Und die letzte Ananas ist... Untergegangen. Da oben. Auerwild. Brauchen wir wieder. Was war denn das Auerwild nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Das gibt's doch nicht. Das Auerwild. Was haben wir hier? Den brauchen wir nicht. Flusskrebs. Wo ist denn der eigentlich? Das Auerwild hier. Den brauchten wir. Flusskrebs. Der da.
Ein Seehund habe ich hier gesehen. Ein Seepferdchen habe ich da gesehen. Vier Eulen. Müssen alle. Da ist eine Eule, da ist eine Eule. Okay. Da ist eine Eule. Und da ist eine Eule. Der Globus. Wir hatten doch irgendwas da. Der ist hier. Das sind ja ganz schön viele Flöten, Takuya. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass ich die richtige Bezeichnung von allen kenne. Ist das eine Oboe? Die hat ein Kopfstück in der Form eines Eidechsenkopfs. Das ist, glaube ich, ein Fagott. Ich habe dem Direktor von deiner Arbeit mit den Violinen erzählt und er bat mich, dich um Hilfe bei der Restaurierung dieser Instrumente zu bitten. Kannst du mir irgendetwas über die Instrumente erzählen, Takuya? Ja, ursprünglich gehörten sie dem Orchester, das im Dienst irgendeines Counts stand, ein Graf oder so etwas in der Richtung. Ja, so in der Art. Ich bin dabei, Takuya. Was werden wir für die Restaurierung dieser Stücke brauchen? Ich hatte bereits meine Fühler ausgestreckt, damit wir Schilfrohre bekommen. Aber da die Flöten in so einem schlechten Zustand sind, kann ich damit noch nichts anfangen. Es wurden zum Teil auch Metallstücke in die Flöten integriert, daher brauchen wir Werkzeuge, mit denen man weiches Metall und Holz bearbeiten kann. Verstanden, ich ziehe los und werde es besorgen. Ich weiß genau, an welche Adresse ich mich dafür wenden muss. Wir gehen erstmal hier zum Marktplatz. Jo, Mia, hier drüben. Du siehst ja gerade nicht allzu beschäftigt aus. Ist alles in Ordnung? Ehrlich gesagt sammle ich gerade Zubehör zusammen. Ich arbeite gemeinsam mit Takuya an der Musikakademie an einem Projekt. Hier gibt es eine Musikakademie? Ha, cool. Als Kind hatte ich Klavierunterricht. Man kann die Musikakademie schon leicht übersehen, sie ist ja kein Bestandteil der Natur. Das sagst du so, aber meine Agentur sucht nach neuen Orten, die auch für Touristen interessant sein können. Die Akademie könnte ein guter Kandidat sein, denn man kann dort bestimmt viel lernen. Entschuldige, Brad, aber ich hatte dich nie für den Typen gehalten, der auf Bildung Wert legt. Wirklich? Auf meiner Tour später sind noch ein paar Plätze frei. Hier, ich schenke dir ein Ticket. Dann kann ich dir zeigen, wie gebildet ich sein kann. Okay, der Wikingerhelm ist hier. Der Schirm hängt hier rum. Jetzt kommt die Schlange wieder zum Einsatz. Hier und wo war die dritte? Die ist hier im Gebüsch, okay. Der Turm ist hier. Zwei Katzen. Hier ist eine Katze und da ist eine Katze. Oh, jetzt brauchen wir zwei Dinger. Eine Busfahrtticket und eine Münze. Da ist die Münze. Drei Tauben brauchen wir noch. Da ist eine Taube. Da ist eine Taube. Wo ist denn die dritte Taube? Die dritte Taube. Skateboard ist hier direkt nebenan. Eine Weinflasche ist nicht hier oben rum. Ich weiß zwar nicht genau, warum die da oben rumliegt, aber okay. Eine Busfahrkarte müssen wir auch noch finden. Da steht Busticket drauf. Okay, ein Spazierstock. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da anklicken können. Wo konnten wir denn? Konnten wir hier irgendwo ein extra Bild rein? Wo konnte ich denn hier ein extra Bild rein? Da zu Bus. Ich brauche zusätzlich. Okay, da brauchen wir das Ticket für. Jetzt kommen wir in den Bus, okay. Ein Stift. Den nehmen wir den mit. Da fliegt sogar noch ein Gleiter, okay. Spazierstock und Schildkröte. Jetzt müssen wir noch irgendwas machen. Eine Münze. Wo kann ich die Münze denn gebrauchen? Kein Bereich. Okay. Im Brunnen, der tiefgefroren ist. Guck mal, das ist sofort am die Jahreszeit sich gerne, aber da bin ich jetzt doof. Spazierstock und Schildkröte. Spazierstock und Schildkröte. Die Schildkröte, die arme Schildkröte hat es auch schon erwischt, ey. Der Ausblick aus dem Bus war einzigartig, Brad. Nicht wahr? Mein Kommentar war auch ziemlich beeindruckend. Ich bin vielleicht nicht der cleverste, aber ich kann Leute viel über die unterschiedlichen Dinge erzählen. Ich muss zugeben, Brad, dass du ein ziemlich guter Reiseführer bist. Du solltest über eine Zusammenarbeit mit den Museen vor Ort nachdenken, wenn du etwas Abwechslung in der Natur bringen willst. Denkst du das wirklich? In letzter Zeit buchen viel mehr ältere Touristen unsere Touren und die stehen nicht so sehr auf die ganze Nummer mit dem Skifahren und Snowboarden. Da wäre etwas Langsames und Sicheres wie ein Museum genau das Richtige für sie. Allerdings befürchte ich, dass sie die Besichtigung von alten Rüstungen langweilig finden. Ich denke, dass ich weiß, wie man solche Museumstouren etwas Pep geben kann. Dann gehen wir mal hier hin. Zum Opernhaus.
Oh, da ist Philipp. Das ist ein guter Zeitpunkt, um ihn ein paar Informationen zu entlocken. Philipp, hallo. Bist du wieder auf Besichtigungstour? Mia, hervorragendes Timing. Ich wollte gerade dieses Gemälde dem Opernhaus stiften. Sie gehörten einer meiner Großtanten. Ich würde mich freuen, wenn eine Restauratorin einmal einen Blick darauf werfen würde. Du könntest ihnen vielleicht eine positive Wertung geben. Machen Leute das auch für Gemälde? Aber sicher doch, lass mich mal sehen. Oh boy. Das ist ja ganz durcheinander. Ich klicke auf die Teile, um sie zu drehen. Okay. Das passt so. Ah, das muss jetzt alles nur drehen. Okay, dann kriegen wir das hin. Es dauert nur ein wenig. Das kommt dahin, das kommt dahin. Das kommt dahin. Ist dramatische Musik dabei, kann nicht schaden. So. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das passt und das passt auch gleich. Okay. Das passt. Das passt. Das passt. Das müssen wir dahin drehen. Das kommt dann hier hin. Passt auch. Okay. So. Die spielen zusammen, oder wie, dort? Okay, dann haben wir's. Oder fehlt hier noch eine Ecke? Nee, eigentlich nicht, oder? Moment, irgendwas stimmt noch nicht. Klicke auf den Teil, um sie zu drehen. Hier muss irgendwo noch ein Teil schief sein, was ich gerade nicht sehe. Hier ist doof. Warum sind die Bilder eigentlich so komischen Schnitt drin? Da und da. Klicke auf die Teile, um sie zu drehen. Habe ich doch alles gedreht. Ist hier noch irgendwas, das ich noch drehen muss? Nee, eigentlich nicht. Doch, das hier. Wow, okay, das habe ich nicht gesehen. Diese Gemälde sind ja ganz besonders erlesen, Philipp. Kannst du mir etwas über sie erzählen? Die Frau in diesem Bild ist die Vorfahrin einer meiner Großtanten. Sie hat an den adligen Höfen im Orchester gespielt. Der Typ in dem anderen Bild ist ihr Ehemann. Sie haben erst spät geheiratet. Ich weiß nicht, wie viel davon wahr ist, aber das hat meine Großtante mir erzählt. Die von Sternbergs zeigen sehr großes Interesse an allen Arten von Kunst. Bist du ein Künstler, Philipp? Nein, aber hey, wahrscheinlich überschlägt die künstlerische Muse nur eine Generation. Ich bin momentan sehr zufrieden damit, mit Kunst zu handeln. Ich bin wirklich froh, dass ich dich getroffen habe, Mia. Ohne Freunde wie dich hätte ich wirklich überhaupt keinen Plan. Gern geschehen, Philippe. Vielleicht schlägt er ja ein neues Kapitel auf. Irgendwas, weiß ich nicht, bei dem ist noch ganz merkwürdig. Die Musikakademie hat es mir großzügigerweise erlaubt, eine der Flöten zu behalten, auf der sich das Siegel des Grafen befindet. Sie stellt eine wunderbare Ergänzung für die Sammlung dar. Aber es gibt immer noch das Geheimnis rund um die Künstler der Harcourts. Es war für derartige Familien typisch, einen bevorzugten Künstler in ihren Dienst zu haben. Nur leider ist der Name der Person in den Annalen der Geschichte verloren gegangen. Ich darf meine Suche noch nicht beenden, ich muss weitermachen. Ich bin wieder hier, Takuya, und ich habe Werkzeug und Holzprodukte im Gepäck. Wunderbar, ich habe auch mein eigenes Werkzeug. Bereiten wir zuerst alle Instrumente aus und finden heraus, womit wir es hier zu tun haben. Melde dich, wenn du Hilfe brauchst. Okay. Die sind fest. Oh, Backe, jetzt muss ich mal rausfinden, was ich hier machen muss. Das passt nicht. Das passt auch nicht. Muss ich echt den da reinpacken? Nee, der passt überhaupt nicht. Das ist bereit. Oh, Backe, das wird ja spaßig. Können wir den da dran setzen? Nee, da muss ein zweiteiliges Ding hin. Warte mal, hier. Das passt nicht. Das ist falsch rum. Oder sind die auch noch diagonal verdreht? Das wäre aber jetzt ein bisschen ärgerlich dann. Ich kann es drehen. Oh, Backe. Okay, das heißt, es ist doch kreuz und quer. Ja, dann macht das Ganze doch wieder mehr Sinn.
Oh boy, das ist da. Das kommt, nee, nicht dahin. Das kommt dahin, das kommt dahin, das passt schon mal. Wir kommen der Sache langsam näher. Okay, das kommt nicht dahin, warte mal. Das ist ein zweiteiliges Ding, das kommt woanders hin. Was brauche ich hier? Ich muss hier so ein Röhrending finden. Das passt und dann passt das dahin. Okay, den ersten haben wir. Wow, okay, jetzt machen wir hier so ein schwarzes oder dunkles Modell. Kommt das dahin? Jo, das passt dahin. Das passt da nicht. Das passt dahin, das passt dahin. Das passt dahin und hier fehlt noch das Mittelstück. Das ist aber nicht zweiteilig, das muss was anderes sein. Das Teil hier. Okay, euch beide haben wir fertig. Hier ist es so ein Mittelteil. Das kommt dahin. Jo, das passt, okay. Dann das dahin. Ne, das passt nicht, das muss dann hier bleiben tatsächlich. Bin ich gerade überfragt. Das kommt da. Das kommt dahin, da sehe ich mir die Löchern, okay. Dann kommt das dahin, dann müssen wir hier noch einen Teil finden mit Löchern. Mit Löchern drin. Den Teil? Ne, das passt nicht. Wo haben wir den Teil denn? Das muss ja ein zweiteiliges Ding sein. Das passt nicht. Wo liegt denn das letzte Stück? Es würde fast passen, aber nicht ganz. Knapp der Liebe ist dann auch vorbei. Das Teil. Okay, dann haben wir das auch. Das passt da schon mal hin. Das kommt... Nee, warte mal. Das passt überhaupt nicht im Ansatzweise hier. Das passt auch nicht. Das passt aber da schon hin. Das kommt da hin. Das kommt dahin, das kommt dahin. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Okay. Nee, jetzt mache ich den. Das kommt dahin. Der Teil kommt da nicht hin. Okay. Machen wir denn das letzte Teil? Das passt nicht, das passt nicht. Das hier passt dahin. Okay. Hier haben wir so ein Mittelteil. Kommt das dahin? Nein. Das passt da auch nicht. Was? Warte mal, das kommt hier hin. Das können wir hier rüber packen. Pack das mal hier rüber, das geht schneller. So, jetzt müssen wir das hier rüber packen. Okay, das passt auch. Okay. Das passt nicht mal ansatzweise hier. So passt es da nicht hin? Das irritiert mich. Okay. Das passt dahin. Okay, hier müssen wir ein zweiteiliges Stück haben jetzt. Passt nicht, okay. Das passt dahin, das passt dahin. Ah, guck mal einer, schau. Das kommt dahin. Ich bin gerade echt ein bisschen ruhiger, es tut mir leid. Ich versuche gerade mich ein bisschen zu konzentrieren, dass wir das hier jetzt zusammenkriegen. Das kommt dahin und das kommt dahin. Ah, das ist auch fertig, okay. Okay, jetzt müssen wir gucken. Fertig. Bist du dir ganz sicher, dass du keine musikalische Ausbildung hast, Mia? Du hast alles wirklich ganz toll zusammengesetzt. Danke, Takuya. Ich eigne mir wohl schnell das notwendige Wissen an.
Ich will mir jetzt einmal diese Stücke genauer ansehen. Es wird noch etwas dauern, bevor man darauf fliegen kann. Aber es gibt keine großen Beschädigungen. Das wären echt mega tolle Ausstellungsstücke. Wieso ist das hier mit dem Eidechsenkopf? Hä, Mia, hast du das Symbol schon einmal gesehen? Welches Symbol, Takuya? Hier ganz in der Nähe des Nackens der Eidechse. Es sieht wie ein königliches Siegel aus. Ich erkenne es, es gehört dem Grafen. Du hattest erwähnt, dass diese Instrumente Teil seines Orchestras waren. Das habe ich... Nicht wahr? Dann ist das der Beweis. Möchtest du sie behalten? Sie würde sich gut mit den Violinen machen. Gerne, aber nur wenn der Direktor sie nicht vermisst, Takuya. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt endlich in Kapitel 11. Es geht langsam voran. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Und ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.